Hallo, ich freue mich, dass du auch bei meinem letzten Video Häufigkeiten berechnen dabei bist. Mein Name ist Nina und ich werde dich wieder durch dieses Video führen. In diesem Video wirst du dein Wissen über Häufigkeiten vertiefen und selbstständig die Häufigkeiten berechnen. Also Berechnung der absoluten Häufigkeit, Berechnung der relativen Häufigkeit, Berechnung der prozentuellen Häufigkeit und die selbstständige Anwendung deines Wissens. Wenn dir diese Begriffe noch nicht bekannt sind oder du noch mehr Übung brauchst, schau dir meine vorherigen Videos nochmal an und komme dann zurück. Ansonsten fällt mir nur noch eine Sache ein, bevor wir loslegen können. Damit du bei dem Video mitmachen kannst, brauchst du einen Zettel und einen Stift. Hol sie bitte schnell, damit wirklich alles bereit liegt und wir starten können. Super, jetzt können wir starten. Ich blende dir die erste Aufgabenstellung ein. Herzlich willkommen in unserem Mathematik macht Freude Freunde Zoo. Wie du sehen kannst, befinden sich in unserem Zoo ganz viele Tiere. Doch wie viele Tiere gibt es von jeder Tierart? Und welche kommen am häufigsten vor? Um das herauszufinden, berechne zuerst die absolute, dann die relative und schließlich will ich von dir auch noch die prozentuelle Häufigkeit wissen. Pausiere das Video, löse die Aufgaben und drücke auf Play, wenn du bereit bist. Dann kannst du deine Lösungen mit meinen vergleichen. Wenn du nicht alles gut erkennen kannst, zeige ich dir die Bilder nun nochmals in groß. So, hoffentlich hattest du nicht allzu große Probleme damit. Wir starten mit der absoluten Häufigkeit. Die absolute Häufigkeit der Affen, habe ich mit A abgekürzt, beträgt 4. Die absolute Häufigkeit der Giraffen beträgt 5. Die absolute Häufigkeit der Löwen beträgt 6. Die absolute Häufigkeit der Robben beträgt 3. Die absolute Häufigkeit der Pandabären beträgt 2. Und die absolute Häufigkeit der Eulen beträgt 5. Nun zur relativen Häufigkeit. Für die relative Häufigkeit benötigen wir die absolute Häufigkeit und die Grundgesamtheit. Die Grundgesamtheit ist in unserem Fall 25, weil 25 Tiere in unserem Zoo leben. Um die relative Häufigkeit der Affen zu berechnen, müssen wir also die absolute Häufigkeit, 4, durch die Grundgesamtheit dividieren. Also 4 dividiert durch 25 und erhalten die relative Häufigkeit 0,16. Genau dasselbe machen wir bei den Giraffen, also 5 dividiert durch 25 und erhalten die relative Häufigkeit 0,2. Die relative Häufigkeit der Löwen beträgt 0,24. Die relative Häufigkeit der Robben beträgt 0,12. Die relative Häufigkeit der Pandabären beträgt 0,08. Und die relative Häufigkeit der Eulen beträgt ebenso 0,20. Um die prozentuelle Häufigkeit zu berechnen, müssen wir nur die relative Häufigkeit mit 100 multiplizieren. Daher erhalten wir für die prozentuelle Häufigkeit der Affen 16%, die prozentuelle Häufigkeit der Giraffen beträgt 20%, die der Löwen 24%, die Häufigkeit der Robben 12%, die der Pandabären 8% und die prozentuelle Häufigkeit der Eulen beträgt 20%. Und so sehen wir ganz schön, die Löwen kommen am häufigsten in unserem Tiergarten vor. Super! Aufgabe 1 erledigt. Hast du alles richtig gelöst? Wenn ja, dann gratuliere. Wenn du dich irgendwo verrechnet hast, ist das halb so schlimm. Überlege dir, was du falsch gemacht hast und beim nächsten Mal wird dir dieser Fehler sicher nicht noch einmal passieren. Zur Aufgabenstellung Nummer 2. Heute ist richtig viel los im Zoo. Du siehst viele Familien mit Kindern, die sich an den Tieren erfreuen. Um zu wissen, ob prozentuell mehr Kinder oder Erwachsene im Zoo sind, braucht der Zoobesitzer deine Hilfe. Berechne die prozentuelle Häufigkeit der Kinder und Erwachsenen. Auch hier pausiere das Video, löse die Aufgabe selbstständig und wenn du bereit bist, drücke wieder auf Play. So, wir vergleichen. Um die prozentuelle Häufigkeit zu berechnen, müssen wir beginnen mit der absoluten Häufigkeit. Die absolute Häufigkeit der Erwachsenen in unserem Tiergarten beträgt 12, die absolute Häufigkeit der Kinder beträgt 14.
Wenn wir die relative Häufigkeit berechnen wollen, ist wieder wichtig, die absolute Häufigkeit zu wissen und die Grundgesamtheit. Die Grundgesamtheit beträgt 26. Daher ist die relative Häufigkeit der Erwachsenen, die absolute Häufigkeit, also 12, dividiert durch 26 und wir erhalten 0,46. Die relative Häufigkeit der Kinder ist 14 dividiert durch 26, also 0,54. Um die prozentuelle Häufigkeit zu berechnen, die relative Häufigkeit mal 100, also 0,46 mal 100 entsprechen 46% und die prozentuelle Häufigkeit der Kinder entspricht 54%. Perfekt! Ich hoffe, dass du auch hier keine Probleme hattest und dem Zoobesitzer gut helfen konntest. Wir sehen, prozentuell gesehen sind mehr Kinder im Tiergarten, also eine große Hilfe für den Zoobesitzer. Um das Ganze noch zu üben, kannst du dir auch einen Würfel zur Hand nehmen und mit diesem beispielsweise 10 mal würfeln. Notiere immer deine Augensummen und berechne hiervon die absolute, die relative und die prozentuelle Häufigkeit. Du wirst sehen, dass deine Berechnungen bei jeder Runde unterschiedlich sein werden und natürlich kannst du auch bei der Anzahl der Würfelversuche am Anfang erhöhen oder verringern. Und das ist eine gute Übung, um das Umgehen mit Häufigkeiten zu perfektionieren. Nun sind wir auch schon am Ende angekommen. Es war sehr schön, mit dir gemeinsam zu arbeiten und dir alles Wichtige über das Häufigkeitenberechnen zu erklären. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude an den Häufigkeiten wie ich und wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Tschüss und bis bald!